Herzlich willkommen, Freunde, im globalen Rennen jetzt mal. 2, 1 und los. Ach ja, endlich mal, hoffentlich mal was Entspannteres als das, was eben war. Ja, wieso nicht? Dat lag. So, ja, ich fühle mich momentan noch von dem letzten Part, oder von den letzten zwei Parts ein wenig ausgelaugt. Was die Gegner, was meine Mitfahrer anging. Wie gesagt, vielleicht bin ich auch einfach nur paranoid. Und das ist dieser Goomba-Trick, den ich euch mal erwähnt hatte. Ja, ich fühle mich einfach nur ein bisschen ausgelaugt. Aber es geht eigentlich. Ich kann mich noch konzentrieren. Kommst du mir so vor, dass. Wir waren doch 7. Warum sind wir jetzt nur noch 5? Mano. Ist echt zu spät. So. Egal. Das war vom Winkel her ein bisschen kacke vom Goomba. Ich bin nämlich nicht direkt durch und durch gefahren. Hat es nicht ganz geklappt. Egal. Ich habe ja keinen Panzer mehr. Ich habe den ja eben gerade verspielt. Ich habe gerade momentan echt den Fokus auf die auf der Karte, weil ich einfach Angst habe, dass es, hier die Leute einfach massenhaft rausfliegen und dann, die CS All Mass gibt, was weiß ich. Davor habe ich jetzt gerade so ein bisschen Bedenken. Und dann durch den DC wieder 8000 Punkte verliere und dann von vorne eigentlich anfangen kann. Obwohl mir eigentlich nicht mehr viel Zeit bleibt, um mein Ziel zu erreichen, bevor die Server down sind. So. Puh, aber es ist wirklich jetzt mal so ein Ausschnaufen gegenüber den vorigen Rennen. Und ich hoffe mal, dass die irgendwo drin bleiben. Also ist nur einer rausgeflogen, einer mit Gastfahrer. Und ich hoffe, ihr bleibt jetzt alles schön drin. Ja, ich will mal Mondblickstraße, auch wenn ich die Strecke nicht so besonders mag, aber ich habe jetzt Bock drauf. So, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Nur die geübten Leute kriegen diese Strecke hin, ohne es ist so 20 Autos mitzunehmen. Apropos Mondblickstraße, die haben ja von der N64-Strecke, habe ich in einem Mario Kart Video gesehen. In einer der Mario Kart 8 Videos, die kommt hier jetzt das eine Auto? Genau. Die haben diese eine Tortstrecke da, Tort City, oder? Wie die heißt, da mitgenommen. Nein! Oh, Unaufmerksamkeit for the win. Mitgenommen. Wo man dann im Spiegel die Autos einen sogar entgegenkommen. Oh, das, ich fand die Strecke so toll damals. Und das ist ja auch die Strecke von Cool und, oder Crash, wo mir einer mal das in den Kommentaren, mir ist es Cool oder Crash, mir geantwortet hat, wie diese Game Show hieß damals und diese, diese Show da halt, die ich als Kind da geguckt habe, wo sie das Mario Kart ja so reingebaut haben. Und uns fehlen wieder 2 Leute. Oh Mann, das ist traurig, ich will doch fahren. Echt, denke ich mal, viel zu spät. Wow! Das ist die riskante Stelle immer. Das ist die. Das ist immer die riskanteste Stelle in dem ganzen Rennen. Entweder geht man da auf Ganze, nimmt die Innenbahn und rechnet eventuell, dass da ein Auto kommt. Oder nicht. Im Time Trial kann man das ja abpassen, aber wenn man hier so selber fährt, kann man das nicht so ganz abpassen. Weil man nie mit derselben Zeit da ist, weil es irgendwas immer gibt, was einen behindert. Sei es ein anderer Fahrer, sei es eine Banane, sei es bla bla bla. Und das ist auch so bei CWs, zum Beispiel hier diese Kurve, die ich ja eben gerade gefahren bin, wo das gelbe Auto mir wieder entgegenkam. Geben wir, wenn der erste da durch ist, gibt er den, wenn der zweite das ist, nicht immer, aber meistens dann durch, wenn da ein Fahrzeug kommt. Oder hier auch an der Stelle. Damit man einfach, dann weiß, ob man innen lang fahren kann oder nicht.
Okay, ich wollte schon sagen, wo sind der andere Fahrer hin, aber wir sind ja beide noch da. Ich habe gerade schon Angst gehabt, dass sie mir auch noch weglaufen, mich alle allein lassen. Ich will nicht allein sein. Ich fühle mich doch so einsam dann. Ach ja. Ich müsste auch mal Mario Kart 64 nochmal spielen, so einfach als kleine Nostalgie. Vielleicht mache ich das auch. Vielleicht habe ich das auch schon getan, bis dieses Video hier draußen ist. Keine Ahnung. Nächstes Rennen 3 Leute. Zumindest sind wir 3 geblieben. Ich hoffe, dass wir noch ein paar mehr werden. N64 Bowser's Festung. Sehr schön. Mit 3 Leuten geht es halt so schleppend voran, die Punkte. Und ist auch nicht so amüsant, weil da fehlt einfach, das fehlen einfach ein paar Leute. Aua! Ja, okay. Jetzt wird es ein wenig amüsant. Jetzt können wir uns ein bisschen durchboxen. Ich glaube, das hält eh nicht lang an. Aber warten wir mal ab. Ich versuche es mit einer Item-Kombi. Erstmal dich weg. Windschatten, gut, aber okay. Haben wir noch die Ami vor uns. Bitteschön. Und tschüss. So, die Ami haben ja ausgespielt. Den anderen, was auch immer der gemacht hat. Keine Ahnung. Und, ja. Das war's erstmal. Von denen. Ja. Physik. Ja, ja, passt schon. So. Das wird ja fast, ist ja fast schon nahezu öde. Aber auch nur fast. Wie gesagt, das fehlt, es fehlen einfach die Leute im Raum. Dass das, jetzt noch interessant wird. Aber was erwarte ich um die Tagszeit? Obwohl, wenn ich global fahre, müssen noch ein paar verrückte Japaner oder Amerikaner doch noch da sein. Kommt schon. Oder ich habe einfach jetzt den Arschkartenraum, wo eh kein Schwein mehr sich hin verliert. Yay. So. Warum traue ich mich eigentlich hier gerade die ganze Zeit keine Wheelies mehr zu machen? Keine Ahnung. Zack. Banane da. Eigentlich müsste die Banane hier sein, also weiter mehr in die Kurve. Umso später man sie sehen kann, umso besser. Manchmal lege ich ja offensichtliche Items. Ich glaube, ouch. Auf Hasch. Blindlings rein, weil ich eigentlich keine Lust hatte auszuweichen. Das hatte ich aber, glaube ich, mal, gesagt oder mal erwähnt gehabt oder mal drüber gesprochen gehabt, dass ich ja einmal offensichtlichen Backspam mache, den man sieht, und einmal welchen, den einen wirklich treffen soll. Einmal der offensichtliche soll einfach nur dafür sorgen, dass der andere weiter außen fährt, und der andere soll dafür sorgen, dass der Gegner wirklich reinfährt. Ja, aber die ganzen Infos nützen euch eigentlich nichts mehr, so kurz bevor der Server hier down ist. Wirklich schade drum. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber Mario Kart 8 habe ich schon längstens vorbestellt. Und hoffentlich kommt es auch früher an als normal. Dann können wir es nämlich dann noch zocken. So. Jo, mit 12 Punkten nach und... Ah, 7 Spieler. Weiter geht's. Okay, 7 Spieler, gute Punkte und einer, der sich gehackte Zeichen reingemacht hat in seinen Namen. Und Vulkangrollen. Leute, das heißt jetzt entweder Massentroll oder nicht. Ich werde jetzt keinen Turbostart hinlegen und werde mal kurz so Mini-Turbo machen und warten erstmal, was passiert. Okay.
Die Ami, ja, es fängt an zu glitschen, das interessiert mich schon scheiß. Und vorne fährt ein Hacker. Das interessiert mich wiederum. Ah gut, viel Spaß beim Hacken, Baby Peach. Super, ey. Das sind immer mehr die richtigen Leute hier. Wissen, was ist denn hier los? Ja, ja, passt schon. So. Hoppa. Hoppa. Hi. Passt schon. Und die Ami da vorne, die macht den Glitch. Also, wir haben einen Hacker und einer, der Glitches zieht. Super. Sind doch tolle Voraussetzungen, um Spaß zu haben, oder? Leute. Komm, wir schießen mal der Baby Peach da noch eine rote nach. Ich kann auch mal einen Glitchsprung ziehen. Der sogar in CWs erlaubt ist nebenbei. Weil er einfach nur das, was ich gerade gemacht habe, diesen Abkürzungssprung, als einzelnen Sprung da macht. Und zwar der hier. So. Und da ist der Hacker. Sogar der genau, den ich mir gedacht habe. Ich lebe noch. Ja. Das sind aber... Toll. Das hast du, das machst du super. Genau. Nimm den Bullet Bill in den Tod. Viel Spaß dabei. Ja. Das machst du super. Baby Peach. Super. Freu dich und back den Eis drauf. Ja, Amiz ist jetzt durch. Von allen. Und da krieg ich einen Blitz ab. Super. Freut man sich doch seines Lebens, ja? Hier. Und komm, 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 komm. Na, schade. Egal. War trotzdem relativ nützlich. Bleibe ich hier drinne oder bleibe ich nicht hier drinne? Obwohl, ich habe ja nur noch ein Rennen in diesem Part. Also bleibe ich hier drin. Nur ich habe so ein Glück, habe ich das Gefühl, ha? Und es kommt Luigi's Piste. Na, zumindest was, wo ich dann keine Angst haben muss, dass da hier... Dass mir doch ein zu langes Spiel wird. Bei so einem Typen links vor, rechts vor mir. Ah, sogar den Frühstart-Hack drin. Also es gibt einen Hack, mit dem könnt ihr euren Start beschleunigen. So, und ich gucke jetzt mal, dass ich hier... Ja, sowas in etwa habe. Ich weiß, dass du auf mich abgesehen hast. Deswegen, ich behalte jetzt mir meinen Maxi und warte. Ich habe auch gesehen, dass... das ist der Kugelwilli, den die Baby Peach da verwendet. Hat einen modifizierten Speed, also modifiziertes Speed drin. Das heißt, der Kugelwilli kann 3 bis 4 Mal so schnell sein wie das Original. Und von daher, ja. Jojo, ich lass mich ruhig treffen. Ist auch das, was ich will. So, erstmal das hier. Oh ja. Muss ich nur gucken, dass alles klappt. Dann kriege ich eventuell mehr, als ich möchte. Aber ich muss hoffen. Das ist jetzt mehr ein Hoffen, was ich jetzt habe. Ja. Jetzt kann ihr zumindest die Baby Peach nichts mehr machen. Okay, also keinen Blitz mehr von ihr. Ich fahre jetzt ganz gemütlich. Ich hasse sowas. Ich kann sogar Pluspunkte in dem Raum machen. Was soll ich denn dazu noch sagen, meine Freunde? Ich bin aus diesem Raum raus, wie viele andere, wie wir es hier sehen. Also, bis zum nächsten Mal.